Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf Potters Bluff Reviews. Ich hoffe, euer Sommer ist gut gestartet. Hier ist richtig schön langsam. Und ja, was gibt Schöneres, als im wunderschönen Sonnenschein zu sitzen und reinzugehen und Filme zu gucken? Deswegen stelle ich euch heute hier einen neuen Film vor, den ich euch gerne mal vorstellen möchte. Ja, ist richtig. Und zwar Old Henry erscheint von Koch Films am 26.05.2022 im Online-Shop und überall im Handel erhältlich. Ich möchte euch kurz über diesen Film was erzählen und dann schauen wir uns das natürlich auch ganz nochmal im Detail an. Falls ihr es mitbekommen habt, ich habe ja letzte paar Wochen habe ich da davor gestellt, die grausamen Kollektion, die erschienen ist von Koch Films. Und da wird ja diese Western-Reihe erscheinen, Al-Arabiata, wo Italo-Western rauskommen. Und daraufhin hat mich Koch angeschrieben und gesagt, ob ich nicht öfter gerne was für sie vorstellen möchte. Und das ist jetzt quasi das erste Video dazu. Ich möchte euch nur das transparent halten. Also ich bekomme von Koch jetzt öfter mal Belegmuster und kann die vorstellen euch und präsentieren. Das freut mich natürlich total für das entgegengebrachte Vertrauen. Und ich hoffe, dass wir da noch mehr Filmtipps für euch rauskriegen. Und ich werde auch ehrlich sein, werde alles genau besprechen, wie ich das gefunden habe. Und ja, anfangen möchte ich hier mit Old Henry, der nicht zur Al-Arabiata-Western-Reihe gehört, sondern ein eigener Western ist, ein neuer Western. Und zwar mit Tim Blake Nelson in der Hauptrolle und Stephen Dorff. Wer Tim Blake Nelson nicht kennt, hat was verpasst. Ihr kennt ihn wahrscheinlich auch schon, bloß ihr werdet wahrscheinlich nicht direkt auf seinen Namen kommen. Das ist ein toller Schauspieler, der hat unter anderem mitgespielt in Oh Brother, Where Art Thou? Von den Coen-Brüdern, das glaube ich eine seiner Breakout-Rollen war, wo die Leute dann auch mal richtig wahrgenommen haben. Er ist ein kleinerer Mann, ein bisschen hagerer, aber er spielt halt seine Rollen bis zur Perfektion, finde ich. Viele kennen ihn wahrscheinlich auch noch aus, vor kurzem war er in Nightmare Alley und in vielen anderen Filmen. Er hat auch einen Regiefilm gemacht, also mehrere Regiefilme, aber einen richtig guten, heißt Die Grauzone. Ein sehr interessanter Film über das KZ Auschwitz. Da hat er selbst Regie geführt. Ja, ansonsten ist dabei, wie gesagt, Stephen Dorff, bekannt natürlich hauptsächlich aus Blade als Deacon Frost, der Gegenspieler von Wesley Snipes, aber auch aus so Filmen wie Somewhere von Sofia Coppola oder dem Britney Spears Musikvideo oder vor kurzem auch dem fürchterlichen Leatherface. Da hat er auch mitgespielt. Aber es ist ein toller Schauspieler, der meiner Meinung nach unterfordert war und niemals richtig genutzt wurde, weil er hat meiner Ansicht nach viel zu wenig Rollen bekommen, aber ist richtig gut. Er war auch in der dritten Staffel True Detective, was mich sehr gefreut hat. Genau, aber hier haben wir es mit Old Henry zu tun. Der fängt an wie so ein klassischer Western, so eine Art Raub geht schief. Und ein Gangster ist verwundet in dem Nichts und hier Old Henry, gespielt von Tim Blake Nelson, findet ihn. Er nimmt ihn mit zu Hause, peppelt ihn auf, hat aber auch das Geld dabei. Und natürlich, was da nicht fehlen darf, bald darauf kommt der Sheriff an die Tür und fragt, ob er jemanden gesehen hat. Das wird natürlich verneint, führt aber zu merkwürdigen Missverständnissen und dann stellt sich raus, dass jeder in diesem Film eigentlich nicht das ist, was er vielleicht ist, was er vorgibt oder vielleicht doch. Was ich immer sagen muss, ganz am Anfang, bevor wir in die Detailansicht gehen von der Blu-ray an sich, das ist ein wirklich starker Western, neuer Western und vor allem, er ist oldschool und er ist richtig gut gemacht. Er ist knallhart, ohne Schnörkel, hier gibt es keine, das ist kein verquaster Art-Western wie hier Power of the Dog, den ich absolut fürchterlich finde. Das hier ist wirklich, hier steht es auch, finde ich auch ein richtiges Zitat, der Western lebt. Schade, dass der nicht im Kino gekommen ist, ich hätte ihn gerne im Kino gesehen, toller Film. Tim Blake Nelson hat hier endlich mal eine Hauptrolle, er spielt ja ganz selten Hauptrollen, und hier er brilliert total, weil man wird ja denken, bei seiner Statur und so weiter und so fort, nimmt man ihn diesen harten Haudegen ab, aber ja, volles Produkt. Und auch wie die Bärte, sieht alles runtergekommen und asozial aus, also was heißt asozial, die waren halt wettergegerbte Leute halt damals, es war halt ein ultra hartes Leben, und er hat so eine kleine Farm am Rande vom gar nichts, die Frau ist tot, er hat seinen Sohn, mit dem er ein bisschen rebelliert, und ja, dann kommt das Ganze so in Gang und ich muss sagen, die Kameraarbeit ist auch ziemlich cool, der Soundtrack ist fett. Das Einzige, was ich bei dem Film so ein bisschen kritisieren würde, wäre der Anfang. Er braucht so 15, 20 Minuten, er richtig, richtig losgeht, aber dann ist er richtig gut. Und am Ende ist ein Twist im Film, den werde ich nicht verraten, der war wirklich badass, also wirklich richtig, richtig gut. Und Tim Blake Nelson verkauft das so gut und man merkt hier auch, das Budget war nicht, ich glaube nicht enorm, aber sie haben alles rausgeholt, was geht. Man hat ja knallharte Gewaltspitzen, tolle Spannungsmomente und ja, wie gesagt, ich kann nicht zu viel verraten, aber Old Henry macht seinem Namen alle Ehre und wenn ihr rausbekommt, was sein Geheimnis ist, dann werdet ihr, glaube ich, ganz kurz mal aufstehen und klatschen. Und Stephen Dorff brilliert auch toll als Antagonist, richtig gut gemacht. Also hier möchte ich ja dem Film eigentlich nichts wegnehmen, also für mich ein richtig guter
guter Western in der alten Schulmanier, ohne viel Schnickschnack, ohne prätentiös zu sein. Richtig cooler Western. Den kann ich euch echt nur empfehlen. Und jetzt gehen wir mal in die Detailansicht und schauen uns an, was die Blu-ray kann. So, hier haben wir dann das gute Stück. Ihr seht einen wunderschönen klassischen Schuber hier. Wir haben hier den Film in der Blu-ray enthalten, gibt es aber ebenso auf DVD, wer gerne lieber DVDs kauft. Aber hier haben wir natürlich den Film auf Blu-ray mit einem wunderschönen Wendecover, wie ihr sehen könnt. Sehen könnt. Sehr schön. Und hier haben wir die Old Henry Disc. Wie gesagt, ein sehr, sehr cooler Film. Sehr oldschoolig, wie gesagt, sehr schnörkellos und wirklich tough inszeniert. Sehr cool. Ihr habt ja nochmal eine kleine Inhaltsangabe, wenn ihr das lesen wollt, und das Backdesign. Ein bisschen lesen. Der Ton ist auch richtig krass. Bei den Shootouts hat man also es rührt richtig aus den Boxen, macht richtig Spaß. Der Soundtrack kommt auch klar rüber. Und ja, hier gibt es eigentlich nichts zu meckern. Der FSK-Flatschen war auch außerhalb auf der Folie angebracht. Ihr seht hier null Rückstände. Die habe ich natürlich jetzt schon entfernt für diese Review. Hier haben wir natürlich auch die Spine, die habe ich noch vergessen zu zeigen. Und wie gesagt, das ist ein cooler Schuber und dann macht das, der veredelt so die normale Blu-ray noch ein bisschen mehr und macht das schöner. Genau, und das Bonusmaterial ist dann relativ gering, aber auch interessant. Wir haben hier das Cottage Featurette, Look at Old Henry und den Trailer. Ja, das Ganze, wie gesagt, in sehr guter Bild- und Tonqualität. Für einen neuen Film gehört sich das auch so. Und macht richtig Spaß. Ich kann euch den Film wirklich empfehlen. Wenn man wieder einen guten, neuen Western sehen will und nicht so eine Grütze wie Power of the Dog, der ist hier super aufgehoben. Ja, wie gesagt, ein dreckiger, kleiner, cooler Oldschool-Western in Reinformat. Macht Spaß, ist brutal und ja. Hat alles zu bieten. Spannung, Höhepunkte und gutes Schauspiel. Das war's jetzt hier mit der Detailansicht. Wir gehen noch mal kurz zurück. So, das war's auch schon zu Old Henry hier von Kochfilms aufgelegt. Denkt dran, ab 26.05. im Kochfilms-Shop erhältlich. Sichert eure Kopie. Die erste Kopie kommt, wie gesagt, vorgestellt mit Schuber daher. Und ihr könnt Old Henry nach Hause holen und mal wieder richtig Western feiern. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer. Eine wunderbare Zeit. Geht ins Kino. Jetzt kommen wieder viele tolle Sachen im Kino. Top Gun 2, X von Ty West, Everything, Everywhere, All at Once läuft gerade noch. Ich habe gerade das Feuerteufel-Remake geguckt, war nicht so toll. Aber ansonsten geht wieder ins Kino, geht raus, freut euch, seid wieder Menschen und viel Spaß. Geht ins Kino, habt ein schönes Leben und macht's gut.